Das nächste Projekt ist das Projekt Schulomat. Dafür darf ich nach vorne bitten, Andreas, Luca, Leo, Paula, Julian und Maxi. Also unser Projekt ist der Schulomat und wir haben halt also in Schulen auf offenen Tagen, wo man halt da hingehen kann und sich die Schule angucken kann, wird die Schule ja immer nur von der besten Seite dargestellt, weil sie wollen halt nur, dass man sieht, dass die Schule toll ist. Und wir fanden, dass wenn man sich eine Schule auswählen soll, will, dann sollte man auch die negativen Aspekte sehen. Und dann wollten wir halt eine Plattform erstellen, wo halt Schüler und die Schulen sich selber darauf präsentieren können und sagen können, was halt gut und schlecht ist an der Schule. Und wir haben hier auch ein Logo. Das sieht man, wenn man, oh, genau hier, das ist, haben wir auch in so kleinen Karten. Und das soll halt eine Schule darstellen mit einem Daumen. Also dann würde ich euch jetzt gerne mal zeigen, wie diese Seite zu bedienen ist und wie der Benutzer sie eigentlich bedienen sollte. Also man geht auf diese Seite und dann sieht man erstmal diese Frontpage hier. Auf der gibt es eigentlich zwei Links. Bei der ersten kann man sich einloggen, um dann selber zu seiner Schule etwas schreiben zu können. Und andererseits gibt es dann halt einen Link zu allen Schulen, die registriert sind. Das sind ungefähr 6000 Stück. Und auf dieser Seite sind wir hier jetzt. Man kann hin und her blättern, man kann gewisse Schulen suchen, also zum Beispiel welche in der Nähe. Und ja, dann hat man halt, wenn man auf eine Schule klickt, hat man eine detaillierte Ansicht. Die teilt sich halt in drei Teile und die erste sind halt die Facts, wo halt drauf steht Adresse, Kontakt und so weiter. Julian, wo genau kommen die Daten nochmal her? Ja, also prinzipiell kommen die Daten erstmal aus unserem Backend. Das haben wir realisiert mit PHP und dem Laravel Framework und einer SQL-Datenbank dahinter. Aber eigentlich kommen diese Daten, die wir jetzt hier in der Schulübersicht sehen, aus einem Open Data Datensatz, der vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt wird. Und in diesem Datensatz sind alle Schulen, die es in Nordrhein-Westfalen gibt, gelistet mit ihren Anschriften, mit Kontaktdaten, mit der Schulform, Träger und alle Informationen, die man sich irgendwie dazu vorstellen kann. Und diesen Datensatz, Open Data Datensatz, haben wir benutzt und bei uns in die Datenbank importiert. Und das ist eben so der erste Baustein, den wir hier darstellen als Schulinformation. Aber wie wir das genau darstellen, darüber kann der Luca jetzt noch was erzählen. Genau, also wir haben halt eben hier eine wunderschöne Webpage, wie ihr sehen könnt, falls sie eingeblendet wird. Und wir haben, wie es sich halt eben gehört, HTML, CSS und eine Prise JavaScript verwendet. Und wie auch schon angedeutet worden ist, wir haben uns auf das Material Design geeinigt. Wir haben das Vorteil, wir haben ein leicht minimalistisches Design, welches uns die Möglichkeit bietet, viele Informationen prägnant darzustellen. Zum Beispiel, wenn man mal auf die Fragebogenseite geht, wo wir eigentlich sehr viele Schüler zu ihrer Schule befragen, wirklich über mehrere Fragen, die unterschiedlich auch aufgebaut sind, sei es durch Rankings zum Beispiel von 1 bis 10 Punkten zu bestimmten Themen, oder wir haben auch eine Taglist erstellt, das ist ein Konzept, welches wir erarbeitet haben, an denen Schüler sagen können, welche Aspekte ihrer Schule sie besonders bewerten, also besonders gut finden oder besonders verbesserungswürdig finden. Also dass man wirklich eine möglichst allgemeine Darstellung bekommt und gleichzeitig haben wir auch Freitextkommentare gemacht, wie man sie zum Beispiel von den Amazon-Rezensionen kennt, damit auch wirklich jeder Schüler wirklich eine individuelle Meinung geben kann. Und wir haben halt eben den Vorteil hierdurch, dass wir sowohl einerseits individuelle, persönliche Meinung jeder einzelnen Schüler haben, als auch natürlich über alle Schüler gemittelt, wie wirklich viele Schüler diese Schule finden, damit man wirklich versucht, ich würde nicht sagen objektiv, aber ich würde sagen wirklich ein Bild der Schule, wie man es wirklich wiederfinden würde in der Realität und nicht, wie die Schule sich gern selbst darstellen würde. Ja, okay, dann Dankeschön. Ich gebe dir auch gerne die Hand.